Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man, die Stadt, die niemals schläft und dem Beagle. Jetzt habe ich endlich mal wieder eine Motivation, ein Sammeldings zu machen. Diese Aufgaben von Screwball sind nämlich überhaupt gar keine Motivation. Also so gar nicht. Überhaupt nicht. Noch weniger als nicht. Aber das ist jetzt etwas, wo ich das Gefühl habe, dass ich am Ende zumindest eine komplette Geschichte habe. Achtung, die Magie hat Sable-Transporter gekapert. Wisst ihr was? Ich scheiß drauf. Ist sowieso gerade wieder weg, ne? Ich habe auch noch kein Verbrechen hier im Generellen gelöst. Also, I don't care. Ich komme näher. 1044, ein Tankwagen mit Gefahrgut wurde von Magia gekapert. Ich hoffe, dass der die hinterlassen hat, seine Gründe hatte. Irgendwo hier doch? Oder nicht? Doch da. Da! Da sind dein Bericht und dein Rekorder. Ja, Spidey. Wärst du mal ins Richtige gegangen? Ich erinnere mich daran. Jemand wurde bei einem Unfall durch ein... Das war ungefähr hier, ne? Bumschlag getötet. Und das Opfer kannte Hammerhead. Yuri hat aber keine Hinweise auf ein Verbrechen gefunden. All diese Berichte stammen aus den letzten 12 Monaten. Aber letzten Monat hat Yuri selbst all diese Fälle übernommen. Hat Yuri mir all diese Aufnahmen hinterlassen? Okay, Yuri, machen wir weiter. Denken Sie immer noch so zwanghaft an diesen Verdächtigen? Ja, manchmal fühlt es sich an, als hätte ich ihn fast. Und manchmal so, als würde ich ihn niemals kriegen. Machen Sie auch Ihre Atemübungen? Ich versuch's. Aber? Ich weiß, wer er ist. Und wo er ist. Und ich weiß, was er getan hat. Aber ich kann nichts tun. Nicht ohne rechtlich verwertbare Beweise. Das muss frustrierend sein. Sie haben ja keine Ahnung. Anscheinend nimmt Yuri an, dass der Typ auf dem Band all diese Leute umgebracht hat. Ich glaube, sie könnte recht haben. 6 von... Ah, guck mal, so close enough war ich, Leute. So close enough. Ich muss ganz nah sein. Yep. Ah, ich hab's doch. Und wieder das typische Gelb. Der Rekorder muss hier irgendwo sein. Ja, ich seh's. Andere Städte können ihre Helden behalten. New York hat Spidey und Spidey hat New York. Ja. Oh mein Gott, sie hat Spider-Man gesehen, ihr Leben ist jetzt schön. Wie, mach mal was Schweres. Mach du doch was Schweres. Ach, der oben. Ach, halt die Klappe. Junge, halt die Klappe. Ich bin doch hier kein Theateraffe. Das ist noch ein Polizeibericht. Mhm. Ich. Es war irgendwo. Hier. Nein. Erinnere mich, dass Yuri sagte, dies sei wohl ein Unfalltod gewesen. Lebensmittelvergiftung, glaube ich. Auf der letzten Aufnahme klang Yuri frustriert. Sie haben ja keine Ahnung. Das ist alles? Ja, ich meine, wir haben noch kurz über Ihre Medikation gesprochen, aber. Wann ist Ihre nächste Sitzung? Warum? Was wollen Sie denn tun? Ich werde das tun, was mein Boss mir aufträgt. Oh nein. Holen Sie zum Schlag gegen Yuri aus? Ich muss zu diesen anderen Orten. Ja, ja, ich bin dabei. Spidey. Achtung, wir verfolgen einen Laster mit gestohlener Sable-Ausrüstung. Alle nach Grand Central. Over. Alright, Diese Hammerhead-Schläger dürfen nicht mit der Sable-Technologie entkommen. Ja, ja. Schnallt euch lieber an! Es könnte gleich turbulent werden! Ein bisschen. Aber das ist in Ordnung. Er stand da einfach rum und hat nichts zu tun gehabt. Er dachte sich, warum haben wir jetzt angehalten? Ich weiß es nicht. Au. Ah,
hat er gerade seinen eigenen Mann erledigt? Du bist ein Teufel. Ich meine ja nur, du bist ein richtiger Trottel. So. 1 von 5. Da muss ich... Dann gehe ich... Das ist ein bisschen blöd, ne? Das ist ein bisschen doof. Ich bin dann näher... Man entweder richtig verzweifelt oder richtig dämlich. Oder... Ich wollte gerade sagen. Oder beides. Die Chance, dass es beides war, ist gigantisch. Aber wie oft man hier einfach unterbrochen wird. Achtung, Transporter mit Sable-Ausrüstung überfallen. Ich komm dran. Bitte bestätigen. Ja, ich bestätige. Ich komme ja mehr oder weniger dran vorbei, also alles gut. Ihr Jungs sucht Technik-Schnäppchen? Wartet doch wie alle anderen auf den Schlussverkauf! Vorsicht! Sie sagten, es kommen noch mehr! Ja, das kommen sie immer. Hi, na, wie ist... Nachschub anfordern! Verdammte Tür! Das wird schmerzhaft! Das ist nicht so viel! Viele Männer wurden im Kopf! Jungs, wisst einfach nicht, wann Schluss ist. Das ist bewundernswert. Ich nehme die Tür. Du nimmst Molly. Hat er seinen eigenen Dude getroffen? Ja, aua. Try me. Hab dich. Spider-Man, was machst du denn? Voll Idiot. Nichts versieht mir so den Tag wie ein Haufen Kriminelle auszuschalten. So. Ja, bitte. Ich habe keine Zeit. Ich muss hier Verbrechen aufklären. Who's the guy in the short? And why do you speak English with me? I don't know. Geht das nicht ohne Raketen? Nein, offensichtlich geht es nicht ohne Raketen. Wo denn? Oh, er ist ein toter Mann. Du kannst nicht entkommen! Habt ihr das gesehen? Ja, kannst du, oder? Ich weiß. Schlechter Tag, dich mit uns anzulegen. Keinen von uns mehr erwischen. Naja, also am Ende erwische ich euch alle. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was der Boss hier anzusetzen. Lasst euch nicht... So meinst du? Ich bin echt urlaubsreif. Irgendwas Tropisches, ohne Raketen. Ich glaube, ohne Raketen ist schon ziemlich geil. Aber wie sehr mich das jetzt auffällt im Grunde, hier rumzuswingen, weil ich zu diesem scheiß Teil hier möchte. Verstärkung bei Verfolgung 2 gestohlener Transporter. Gut, erhalten. Meldungen aus Style Village. Spidey, was ist los? Warum kriegst du das nicht hin? Komme ich denen gerade entgegen? Also kommen die mir entgegen? Das wäre mal nice, dann hätte ich nicht so viel zu tun. Jungs, wir haben Spinnenkontakt! Worauf wartet ihr da noch? Holt ihn vom Himmel! Ich bin dran vorbeigeslidet, quasi. Aua! Ich muss hier weg! Er ist am Boden, aber noch nicht tot! Ich dachte, das wär's jetzt mit Hammerhead leuchten! Nee, offensichtlich nicht. Au, ihr seid ganz schön frech. Alter, die mit ihren scheiß Schlagstöcken, die gehen mir sowas von auf den Sack.
Schnauze voll. Ich sollte lieber hier weg, bevor Jameson mich des Autodiebstahls beschuldigt. Ja, nee, klar. Ich finde Spider-Man. Mach das. Ihr macht ja sonst hier auch nicht so viel, ne? So. Och, komm, das kann's doch nicht sein. Sieht aus wie eine Lieferung nach dem Park. Die Klappe. Sollte ich auf den Weg bringen. Ihr braucht nicht noch mehr Waffen und garantiert keine Nahrungsvorräte. Wir werden immer der weniger. Der Boss will seinen Kopf. Er ist in der Luft. Willst du eine Kopf? Ich werde es beenden. Ich glaube nicht. Haben wir es jetzt? Die Menschen in Simkari. Wir brauchen diese Vorräte. Hoffentlich gehen die bald raus. Und genau deswegen hasse ich es, wenn ich die Verbrechen noch nicht aufgeklärt habe, weil man dann an jeder Ecke aufgehalten wird. Auf dem Gebäude. Jetzt lasse ich mich da auch nicht mehr von abbringen, sagte sie. Achtung, Einheiten. Ich glaube, ich bin fast da. Bestimmt hinterlässt Yuri all diese Sachen. Warum sollte sie das tun? Das meine ich jetzt als ernst gemeinte Frage. Au, Spidey, was ist denn jetzt gemacht? Ach komm, was? Stopp mal. Nee. Tja. So close, but not close enough. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oder? Doch, ich hab's, ja. Oh. Achtung, Magia hat einen Laster mit Sable-Ausrüstung gekapert. Noch ein Bericht und ein Rekorder. Ich will fast nicht zuhören. Die Polizei hielt dies für einen Selbstmord. Aber Yuri hatte Zweifel. Das Opfer gehörte zu Hammerhead-Kumpan. Diese Fallakten werden immer aktueller. Das hier ist erst vor ein paar Wochen passiert. Sie wurden nervös. Ja, naja, wenn der Chief wüsste, dass ich undercover für Sie arbeite. Ich darf meinen Job nicht verlieren. Vielleicht sollte ich diese Atemübung mal ausprobieren. Na, das ist aber interessant. Keine Angst. Ich werde nichts sagen. Ups, was ist jetzt passiert? Und Sie machen das gut. Sie sehen wirklich aus, als wären Sie vom Fach. Vielen Dank. Glaube ich. Sie glauben, er weiß, dass Sie verkabelt waren? Wenn ja, dann ist er ein verdammt guter Lügner. Er ist ein Magier-Handlanger. Und ein guter Lügner. Aber ob er auch weiß, dass er angelogen wird? Das wird sich morgen herausstellen. Sind Sie sich ganz sicher? Wir erwischen ihn, wenn er versucht, einen Officer zu töten. Dafür bekommt er lebenslänglich. Yuri, was machst du nur? Ich muss sie finden. Tja, ein ganz normaler Tag. Ein sehr langer Tag. Himmelgott nochmal. Chinatown ist fast befreit. Dank meiner Suche nach den Dings. Wir haben nur noch 15 Minuten. Aber gut, wie gesagt, ich hatte im zweiten DLC auch einfach überhaupt keinen Elan, auch nur irgendwas zusammenzusammeln. Und jetzt hier beim Zusammensammeln werde ich halt permanent aufgehalten von Verbrechen. Ja.
diesmal lasse ich mich nicht aufhalten. Ich glaube, ich bin ganz nah am letzten Tatort. Joa. Alle Einheiten. Yuri war hier. Wo ist die Akte? Ich hab sie. Batz. Hier ist jemand zu Tode gestürzt. Man hielt es für einen Unfall, aber stimmt das? Hey, Captain. Sind Sie bereit? So bereit wie nie. Ich bin verkabelt und auf dem Weg ins Büro. Schnapp mir nur noch einen Kaffee. Okay, ich gebe einen aus, wenn es vorbei ist. Ha. Darauf freue ich mich, Captain. Yuri wurde suspendiert, aber sie lässt nicht locker. Das verdient wirklich Respekt. Hi, einen großen Kaffee bitte. Hallöchen, Doc. Mit wem haben Sie gerade gesprochen? Oh, hey. Das lief nicht so gut. Nein. Warum habe ich mir das angehört? Neue Nebenmission. Oh, wir haben eine ganz neue Nebenmission. Geil. Anruf von einer unbekannten Nummer. Hallo? Hallo, alter Freund. Yuri? Triff mich an der Ecke Madison und 23. Straße. Wir müssen reden. Okay. Halt, warte, Yuri! Mist, sie ist weg. Nach allem, was Yuri erlebt hat. Muss es ihr furchtbar gehen? Ja, irgendwie klang sie ohne einen nicht Grund. So wie sie selbst. Warum hat sie mich also auf diese gruselige Tatort-Tour geschickt? Sie muss eine Spur zu diesem Handlanger haben. Ich freue mich, sie zu sehen. Und ihr zu helfen. Aber das finde ich cool. Das habe ich in Kapitel 2 so sehr vermisst, Leute. Warum habe ich das da nicht bekommen? So, ne? Warum habe ich nur Scheiß in Kapitel 2 bekommen? Das ist gut. Das ist die Spinne. Ist in der Luft! Wie können die Hämmer-Typen so schnell hier sein? Ich brüch dir die Kiefer! Ich will eigentlich nur... Alter, ich komm an den Wumms nicht dran! Bring ihn auf den Boden ran! Boah, es ist nervig! Ich komm da oben nicht dran! Die Waffen sind kaputt! Oh, nee. Ich werde es beenden! Ich glaube nicht. Aber wir haben noch 13 Minuten, also werde ich das in jedem Fall noch angehen. Oder noch? Hast du jetzt die Schnauze voll? Denn? Ach, da ist einer. Einer ist noch über. Ich sag Sable, dass sie ihr Panzerding so, holen kann. Wo? Wo ist Quest? Da möchte ich hin. Oder was davon übrig ist. Ja, triff Yuri. Das machen wir und wir werden dahin schwingen, weil es ist nur noch ein Verbrechen in Chinatown und gut ist. Aber ich find's... Achtung! Bewaffnete Verdächtige haben einen Sable-Transporter entführt. Mhm. Wir erhalten Meldungen aus Little Tokyo. Little Tokyo? Dann hätten wir doch unser letztes Verbrechen schon. Und dann können wir ganz... Das war nicht so schlau. Gut, dass Spider-Man ja so gut Mathematik kann und deswegen nie irgendwo gegenwämst oder so, ne? Hey Jungs! Ich glaube, das ist nicht euer Laster! Wie können die eigentlich die Polizei, Ich bring dir das! Spider-Man ist hier! Holt mehr Leute! Ich nehm die Tür! Du nimmst Spider-Man! Wir nehmen gar nichts! Aber ich hab ne Idee, was ich mach. Warte, gib mal. Mist! Passt auf! Meine kleinen Dröhnchen sind schon super. Au. Aber so sind sie wenigstens nicht in der Lage, an die Tür zu kommen. In Deckung! Das wird schmerzhaft! Meine Drohnchen sind wieder unterwegs. Vorsichtig! Wir verlieren von uns!
Gewiss. Ich würde mich ja verneigen, wenn es nicht so arrogant aussieht. Meine Drohnen haben geregelt. Danke für die Hilfe, Spider-Man. Gerne. So, und jetzt möchte ich dahin. Es ist nicht so weit weg. Ups, sorry. Und da habe ich den Anlauf verkackt. Ich bin gespannt, was aus Yuri jetzt geworden ist, weil sie klang immer noch ziemlich verbittert. Ich finde das sehr schade, weil ich nehme... Achtung, bewaffnete Verdächtige haben Gefahrguttankwagen gekapert. Ich kann mir vorstellen, dass das halt auch noch ein bisschen relevant wird. Hey, Jungs, ich werde euch jetzt den Tag vermiesen. Das ist Spider-Man! Halt ihn ab! Ich hab ihn! Ei, du bist ein Penner. Weißt du, die Bullen stehen da schon und sie sind doch überfordert. Das ist so traurig, ne? Wo denn? Hallo? Achso, da. Es. Und was? Das hätte böse enden können. 3 von 5 in Greenwich, ja. Risiko muss sein, schätze ich. Eigentlich nicht, aber... So, triff Yuri. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Ich bin so gespannt mit Yuri, wenn ich ehrlich bin. Moment, was? Was? Yuri, was hast du getan? Das weiß ich nicht. Und Yuri ist jetzt auf einmal... Ich komm einfach nicht an die Leiche ran. Das ist der Magier-Handlanger. Tot. Und die Fallakten zu all seinen Opfern. Dieser Typ hat all diese Leute getötet. Aber hat er deshalb verdient zu sterben? Yuri. Ich weiß, was du sagen willst, aber hör mir erst zu. Meistens funktioniert das System. Aber manchmal funktioniert es auch nicht. Und ich kann das nicht akzeptieren. Manche Leute vertrauen auf das Schicksal oder Karma oder was auch immer. Aber ich vertraue nur mir selbst. Du kannst niemanden töten, Yuri. Anscheinend schon. Und weißt du was? Es war gut. Bitte, du musst dich stellen. Warum? Ich habe nur für Gerechtigkeit gesorgt. Wahre Gerechtigkeit. Damit die Welt wieder ein bisschen mehr im Gleichgewicht ist. Du bist meine Freundin, Yuri. Ich will dich nicht jagen müssen. Du tust, was du tun musst. Und ich tue, was ich tun muss. Mach's gut, Spider-Man. Yuri! Was mache ich nur? Das ergibt jetzt alles einen Sinn. Was Yuri Hammerhead angetan hat. Sie quält sich schon lange damit. Sie hat ihre Gefühle nie gezeigt. Das muss sie belastet haben. Aber sie ist auch die zäheste und dickköpfigste Person, die ich kenne. Das war sicher ein übler Typ, aber ihn umzubringen, das geht zu weit. Das erinnert mich sehr stark... Inakzeptabel. Das erinnert mich sehr stark an die Jessica Jones Story. In Staffel 3 für Trish, die man sich einem ausgedacht hat. Trish, die ja zu Hellcat geworden ist, mehr oder weniger. Für alle, die Jessica Jones nicht geguckt haben. Es tut mir leid, die Serie ist schon eine ganze Weile abgesetzt. Ich mach's in Anführungszeichen, weil man weiß alle ja nicht... Alle Einheiten, die Magier hat eine Sable-Lieferung gekapert. Wo im denn? West Village wurde ein... Direkt da. Vorfall gemeldet. Und die hat irgendwann auch nicht mehr erkannt, dass das, was sie getan hat, nicht den... Also der Zweck heiligt halt nicht die Mittel. Und ich denke... Hammerhead klaut jetzt Waffen und Nahrung. Super. Vergesst die Geißeln und holt ihn euch! Ich kann nicht glauben, dass ihr ein Straßenfest veranstaltet und den freundlichen Spider-Man aus der Nachbarschaft nicht einladet! Wie macht er das? Ja, wie macht er das wohl, hm? Wir haben ihn! Ihr habt mich überhaupt nicht. Ich glaube, das müsste gerade... Ah, er lebt noch. Hoffentlich schafft es diese Lieferung noch wohlbehalten nach Symkaria. Okay.
I knew Jameson was wrong. I knew Jameson was wrong. Thanks, big guy. Was? Das ist so weird, wenn die halt Englisch sprechen. Es lohnt sich jetzt nicht mehr dahin zu gehen. Das machen wir nächste Folge. Hey Stevie. Dann haben wir auch wieder 5 Folgen. Das heißt, dieses DLC war dank Nebenquest und Co. deutlich länger als das zweite. Ja nun, ne? Krieg ich noch ein Verbrechen vielleicht? Oder ist es zu viel verlangt? Ein kleines Verbrechen zum Ende der Folge hin wäre cool. Ich frag mich, ob Yuri ob Yuri so eine ähnliche Funktion wie Hellcat dann hat. Ich weiß es nicht. Ob es noch jemand mit einer ähnlichen Background-Story gibt. Ich hab doch hier... Oh, nein. Ich weiß halt nicht, ob es noch so jemand ähnliches wie Hellcat's Story gibt. Wobei in den Comics wird das ja erklärt, dass sie besessen ist von... Ich weiß nicht genau was. Und in den Marvel, hier bei Marvel Jessica Jones, wird es ganz einfach damit konfrontiert, dass ihr Sinn für Gerechtigkeit so heftig war, dass sie völlig abgedriftet ist. Hui. Und das bis zum Ende auch nicht erkannt hat, bis sie erkannt hat, scheiße, jetzt bin ich der Bösewicht, und dann war es dann halt schon vorbei. Wo sind die Verbrechen denn, wenn man sie mal braucht? Da sind sie. Einheiten. Gefahr durch gekaperte Transporter. Bitte unverzüglich nach Chelsea. Ich würde gerne. Hey, Spidey! Juhu! Au, das haben wir. Ihr seid Schweine. Was sind das denn jetzt für Schweinehunde gewesen? Ob sie jetzt weg sind? So kann man seine Zeit natürlich auch verplempern, indem man einfach, weiß ich nicht von was, auch immer getroffen wird. Hast du ihn erwischt? Nimm über uns! Halt an! Bitte, bitte, mit Zucker oben drauf! Die Waffen sind kaputt! Nee, eine Waffe ist kaputt. Alter, sag mal, wo kommt ihr denn über... Er zerstört unsere Waffen! Sag mal, wo kommen die überall hin? Und ich dachte, das wär's jetzt mit Hammerhead Leuten! Hey, Spidey, was ist los? Ich fang bitte los, meine kleinen Roboties. Das ist sehr belastend, die mit ihren scheiß Stöckern. Das war par excellent Deutsch, klar. Wie man es von den Germanisten zu erwarten hat. Wer kennt die Germanisten nicht, die dieses perfekte Deutsch sprechen? So. Ich glaube, das war's. Ich habe Sables Eigentum beschädigt. Yep. Versehentlich. Absolut versehentlich. Absolut. So, dann wollen wir uns nächstes Mal 1+1 gleich Sieg anschauen. Ich nehme mal an. Ach, das geht. Ich nehme mal an, dass das dann die finale Quest ist. I don't know. Ich bin ein bisschen wild. Lande ich jetzt gut? Ich lande automatisch. Hi. Los, an die Arbeit. Wo ist jetzt diese Basis, von der du geredet? Nicht zu übersehen? Nicht zu übersehen. Dein Spielzeug ist echt cooler als meins. Ist das so? Also, ich liebe diese unsichtbare schwimmende Festung. Aber nachdem sie jetzt ganz New York gesehen hat, wird Hammerhead sicher bald hier sein. Da bin ich ganz sicher. Also müssen wir uns beeilen. Okay. Ich habe ein Klasse 5 Laserarray beschafft. Wir müssen es kalibrieren, damit es nicht überhitzt. Glücklicherweise bin ich ein Meister der Kalibrierung. Dann mal los. Okay, was zuerst?
Und jetzt das Gehäuse einpassen. Bin dabei. Wow, netter Laser. Gehäuse sitzt. Und fertig. Wir sind nicht fertig. Oh. Wir müssen die Zielfeldantennen zurücksetzen. Na klar. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Verlass den Hangar und navigiere zur Spitze der nahen Transmitter. Okidoki. Wir sollten über die Hammerhead-Strategie reden. Meinst du nicht? Was gibt es da zu reden? Wir finden ihn und richten den Laser auf seine Kopfplatte. Der Laser erhitzt den Carbonstahl auf kritische Temperatur, was seine Molekularstruktur verändert. Und ihn weich macht. Und ich schlage ihn bewusstlos. Soweit, so gut. Aber könnte das nicht, sein Gehirn schmelzen? Wenn der Wolf Schafe reißt, dann wird er vom Schäfer erschossen. Okay, aber vergiss nicht, Schäfer. Niemand wird getötet, okay? Naja. Aber gut, das macht's bei dir aus. Er tötet nicht. Fertig. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Jetzt müssen wir die Ziel- und Leistungspegel testen. Cool. Moment. Ich werde doch nicht beschossen, oder? Noch nicht. Aber du musst diese Ziele starten. Okay. Okay. Bereit? Bereit. Bomben los! Getroffen! Los! Noch ein paar mehr. Von mir aus, das macht Spaß! Und es geht weiter. Guter Schuss. Ist das Tontaubenschießen für Militärkräfte? Au, au, vielleicht einmal noch, bitte? Du bist ein Kind. Ja, tja, in uns allen steckt doch ein Kind. Wow! Komm her, wir müssen noch etwas tun. Bin unterwegs. Wir müssen den gyroskopischen Navigationsstabilisator einstellen, um das Gewicht des Lasers auszugleichen. Geh zu dem Terminal und warte, bis ich das System aktiviere. System bereit. Ich mach das. Okay, das müsste gehen. Da ist er ja. Ihr zwei seid jetzt ein Team. Süß. Aber das wird euch nicht helfen. Sable? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Der Laser geht nicht. Kriegst du's hin? Ich versuch's. Was war das? Okay, dann tanz nicht so lange den Hammer halt, Walster. Okay, gehen wir persönlich. Nicht treffen lassen. Kommt her, Jungs! Ah. Mann, ist der schnell! Ah. Du bist ein Pokémon! Halt die Schnauze! Nein! Was mit dir? Habt ihr das gesehen? Oh, warum muss ich immer gleich noch andere mit dazukriegen? Das ist doch super ätzend! Nein, 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 anstatt dass ich mich nur auf den Boss konzentriere, hab ich einfach immer noch das Kanonenfutter mit drin. Schnell. Ich muss schneller sein. Was hat das mit schnell zu tun? Das ist einfach unfair. Ja. Tolle Technologie, Säbel. Zu schade, dass sie jetzt nicht ausschaltet. Ja. Säbel! Ich komme. Er ist betäubt. Das ist meine Chance. Gib auf! Ich dir wirklich weh! Das wird... Und kein Respekt! Was ist noch nötig? Weißt du, wer Respekt verdient? Jemand, der weiß, wann Schluss ist! Starte Bockenabwurf! Verdammt! Verfehlt!
Versuch's weiter! Der nächste trifft garantiert! Nee, ich hab da keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich lass die Bombe los! Ich will sie! Versuch doch auszuweichen! Mein Schild ist zu stark! Ich muss es deaktivieren! Ja, wie denn? Bleib auf Distanz! Lass dich nicht den Kopf einsetzen! Ach, sachlos! Sei bereit! Hab was für dich, Spinne! Sehr gut! Jetzt auf ihn! Ja, wieder jetzt auf ihn! So ein Mist! Alter, ich krieg hier das reinste Kotzen, ey! Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen! Jetzt! Nur noch einen Moment! Was glaubt ihr, was? Unzerstörbar, was? Eher nicht! Mach ruhig, Spinne! Ganz wie du willst! Ihr beide könnt was! Ich gebe euch eine Chance. Macht bei mir mit! Mach dich oder bereit. Sterbt! Ich hätte dann gern Tor Nummer 3. Yay, Teamwork! Boah, kommt mich was an! Das ist so nervig! Das ist so nervig! Schild ist unten! Unzerstörbar, was? Ja, nicht! Ja, ich komme gerade zu gar nichts. Aber so gut. Aber das macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Es macht wirklich keinen Spaß. Es macht gar keinen Spaß. Macht's nicht. Es macht überhaupt keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Ich möchte dir den Kiefer. Ach, danke. Ja, ich hab ihn! Okay, werden wir persönlich! Meine Fresse, nee, das ist doch arschig! Ja, danke, Hurensohn! Ja, danke, Sable, ich weiß, ich komm nur zu nichts! Ich mit uns anzulegen! Greife Hammond an, wenn er gerade am verbundlichsten ist, ja, leck mich! Feuer! Die Kämpfe sind so ätzend mit ihm, ey. Ohne Frage, einfach nur richtig ätzend. Das sieht aus, natürlich noch eine dritte Runde. Warum auch nicht noch eine dritte Runde? Warum auch nicht? Weil macht ja so einen Spaß. Macht ja so einen Spaß hier gerade. Ist ja auch so ein geiler Kampf, muss ich sagen. Mistgeräte gehen nicht! Musst du springen! Das hat Spaß gemacht. Hey, wie wär's mit Abendessen? Ich weiß, wo es gute Pizza gibt. Ich muss zurück nach Symkaria. Stimmt, du musst in den Krieg ziehen. Ich kämpfe nicht zum Spaß. Ich tue es, um meinem Volk zu helfen. Ich weiß. Dafür sind Helden da. Ich bin keine Heldin. Aber ich habe etwas gelernt. Ach ja? Und was? Wie man Gegnern mit schlechten Witzen entwaffnet. Also, das sind gute Witze, aber Humor ist natürlich subjektiv und...
Danke, Spider-Man. Für alles. Keine Umarmung. Ja, sicher. Klar doch. Hey, kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Ich würde schwimmen, aber diesen Flussgeruch kriege ich nie wieder raus. Das ist aber nochmal ein schöner Honor für Stan Lee. In Erinnerung an Stan Lee, der uns alle dazu inspiriert hat, besser zu sein. Aber das überspringe ich jetzt trotzdem, weil wir wissen, es ist das Gleiche. Ich wette, es ist Zwischensequenz und danach meine Bewertung. Bereit? Ich glaube, die Netzschießer sind etwas eng. Man gewöhnt sich dran. Versuch mit mir mitzuhalten. Naja, jeder fängt mal klein an, ne? Das war's. Glückwunsch, du hast die Story Silver Lining abgeschlossen. Damit endet die Stadt, die niemals schläft. Gute Arbeit, Held. Ja, nun, das war's mit Spider-Man. Also nicht mit Spider-Man im Sinne von auf dem Kanal mit Spider-Man. Ihr wisst ja, Spider-Man Miles Morales geht direkt weiter. Ich denke, ich werde diese 10 Minuten oder was das sind, 12 bis jetzt, 13, doch noch an die letzte Folge dran machen und gut ist. Ich muss sagen, dass mir dieses DLC besser gefallen hat als das Kapitel 2. Das Kapitel 2 war für mich ein Tiefpunkt. Da habe ich wirklich gar keinen Spaß gehabt. Das heißt gar keinen Spaß, aber es war wirklich reines Gekloppe. Es war kaum irgendwie gut erzählte Story, sondern nur so dahingeklatschte Story. Von allen hat mir, glaube ich, Kapitel 1 am besten gefallen mit Black Cat. Ich fand es schön, dass man in Kapitel 3 dann doch auch nochmal eine kurze Nebenquest hatte, damit man rausgefunden hat, was aus Yuri geworden ist. Ich denke, das wird recht spannend bleiben mit ihr. Mal sehen, ob wir von Yuri was in Miles Morales noch mitbekommen oder ob sie dann für Spider-Man 2 warm gehalten wird, sage ich mal. Insgesamt, wie gesagt, war okay, aber die Kämpfe waren teilweise einfach nur mühselig, gerade wenn man unglaublich viel Schlagstaubgegner hatte und die dann alle gleichzeitig auf einen draufgegangen sind. Das hat für mich dann nichts mehr mit guter Balance zu. Was heißt Balance? Balance ist falsch. Aber wenn du einfach nur höher, schneller weitermachen möchtest, dann muss das nicht zwangsläufig dem Gameplay gut tun. Ich hoffe, dass das im Miles Morales nicht so extrem ist wie jetzt hier im DLC, weil das hatte ich im Hauptgame ja auch nicht so. Da hatte ich zwar auch so hier und da so meine Sable-Leute, wo ich mir gedacht habe, ja, nee, ist klar. Aber hier, es ist irgendwann nur noch anstrengend gewesen. Aber nichtsdestotrotz, also meine Wertung für die drei DLCs ist dann wohl Kapitel 1, 3 und dann 2. Es war eine nette Nebengeschichte, wo man noch mal ein bisschen mehr verklickert bekommen hat. Wo man auch mitbekommen hat, wie Peter Parker Miles Morales eben trainiert hat. Ist ja auch noch mal wichtig im Grunde. Ich bedanke mich, dass ihr bei Spider-Man von Anfang bis Ende mit dabei gewesen seid. Wenn ihr es denn gewesen seid. Wir sehen uns dann in Spider-Man Miles Morales wieder oder auch in einem anderen Let's Play. Ich habe ja genug zur Auswahl bei mir auf dem Kanal. Ich würde sagen, mehr braucht es dazu auch nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.